Ein herzliches Hallo zu einer kleinen Vorschau zu The War Sea. Offiziell darf man ja wirklich erst ab dem 5. November Videomaterial aufnehmen und das auch hochladen. Deswegen hier eine kleine Vorschau. Um was geht es in The War Sea? Für diejenigen, die sich überhaupt noch gar nicht mit dem Thema auskennen, The War Sea ist im Grunde nichts anderes als The Sea. Nur als eigenständiges Spiel. Klingt anfangs nicht sehr schwer. Doch, der Anfang ist in The War Sea doch sehr schwer. Hier sehen wir dann den Startbildschirm. Man muss sich einen Charakter erstellen. Der Charakter ist dann nach einigen Minuten auch schon tot. Ja, tot trifft's ganz gut. Aber gut, dass man dann gleich wieder einsteigen kann, wenn man sich wieder einen neuen Charakter gemacht hat. Denn, wie man sieht, muss man mindestens 50 Minuten warten, und wenn man nicht gerade in der Badewanne liegt beim War Sea spielen, sind 50 Minuten doch sehr lange, wenn man spielen will. Der Grund, warum man ziemlich oft sterben wird, jetzt zumindest noch in der Alpha bzw. bald Beta, den 31. Oktober, sind extrem viele Spawn-Camper unterwegs. Und diese Spawn-Camper sind sehr nette Zeitgenossen, die einen liebevoll wieder aus dem Spiel befördern. Ja, scheiße. Anfangs dachte ich noch, die Spawn-Camper sind so liebevolle Eltern, die nicht wollen, dass ihre Jünglinge zu lange spielen, deswegen nach 20 Minuten einfach über den Haufen knallen. Aber dem ist dann nicht so. Die Entwickler haben da schon entgegengewirkt mit nämlich, wie hieß es nämlich im Update, im Changelog? Spawn-Killer werden jetzt nach 7 Kills an derselben Stelle gekickt. Ja, 7 Kills sind sehr viel, wenn man immer 7 Mal das Ziel ist. Ja, wie ihr seht, die Karte... Entschuldigung, meine Stimme ist fast weg. Tja, hier seht ihr dann die Karte mal ganz kurz eingeblendet. Und ihr könnt auch sehen, dass noch nicht die ganze Karte freigeschaltet ist. Ab dem 31. soll laut den Entwicklern, wenn sich da nicht schon wieder irgendwas geändert hat, etwas größer ausfallen, also mehr freigeschaltet werden. Ihr seht auch auf der Karte so zwei eingekreiste Gebiete. Die eingekreisten Gebiete sind nichts anderes als Safe Zones. Das heißt, nichts anderes als da drin ist man sicher. Sollte man sicher sein. Ja. Man sieht hier dann auch so einen Warnhinweis, du betrittst eine Sicherheitszone, die es wahrscheinlich nur in der Alpha geben wird. Und man sollte keine Waffen verwenden gegen andere Spieler. Ob das schlussendlich dann wirklich so ist, ob man andere Spieler töten kann, überhaupt keine Ahnung. Ich habe es auch nicht ausprobiert, ich bin ja ein liebevoller Spieler und netter Zeitgenosse, der lieber stirbt oder umgebracht wird, als jemand anderen zu töten. Nichtsdestotrotz seht ihr hier dann ein bisschen die Landschaft. Was macht man in The War Sea? Man läuft durch die Gegend, wird getötet, läuft mit seinem neuen Charakter durch die Gegend, bis man vielleicht doch mal irgendeine Waffe findet. Ach, scheiße, keine Munition. Naja, vielleicht finde ich noch eine. Ach, da ist ein Haus. Ach, scheiße, ich bin tot. Ja, mittlerweile sind es dann auch nicht mehr 50 Minuten zu warten, sondern nur noch 45 beim ersten Charakter. Dann warten wir mal. Ach, ich will unbedingt spielen. Ich erstelle mir jetzt einfach noch einen dritten Charakter. So, wir wieder hier. Wir laufen wieder durch die Gegend und sehen uns die wunderschöne Landschaft bei Nacht an. Und wir gehen dann durch die wunderschöne Landschaft bei Nacht. Ach, da sind ja Häuser. Da können wir sicher rein. Ach, nee. Doch nicht. Also in den Häusern kann man auch nicht überall reingehen. Wohnmobile stehen hier auch rum. In die Wohnmobile kann man auch rein, nur meist ist da einfach nichts drin. Dann findet man doch vielleicht ein Haus, wo irgendwo was drinnen ist, beziehungsweise wo man überhaupt reingehen kann. Nur ist da meistens dann auch schon alles ausgeräumt. Da sehr viele Spieler auf einem Server sind und ja, die Karte nicht besonders groß ist, noch für sehr viele Spieler. Naja, jedenfalls, ich habe da eine Waffe gefunden. Eine Pistole, nur leider wieder mal ohne Munition. Dafür habe ich aber auf dem Weg jetzt, wie lange habe ich ungefähr gespielt? Ich glaube, eine gute Stunde.
habe ich 3 Baseballschläger gefunden. Ist doch auch schon mal irgendwas. Außerdem kann man im Inventarmenü dann auch noch eine Taschenlampe auswählen. Und mit der kann man notfalls auch noch zuschlagen, wenn man nicht gerade mit einer Taschenlampe erschlagen worden ist und schon wieder mal tot wäre. Naja, nichtsdestotrotz, wenn man mit dem letzten Charakter, den man sich erstellt hat, dann stirbt, kann man dann meistens schon wieder mit dem ersten Charakter einsteigen und ist kurz darauf dann auch schon wieder mal tot. Naja. Ich will jetzt nicht alles schlecht reden. Es ist wirklich nicht alles schlecht in dem Spiel. Wie gesagt, besonders lange war ich noch nicht am Leben. Naja, zum Inventar nochmal. Hier seht ihr kurz das Inventar nochmal. Da kann man auswählen zwischen Rüstung, Helm, Kopfbedeckung oder wie man es auch immer nennen will, zwischen Hauptwaffe, Sekundärwaffe und dann kann man da hier noch die Cokes und Essen ausrüsten. Essen und Getränke ist so eine Sache, ist nicht so wie in DayZ, wo man jetzt einfach mal was isst und die Anzeige füllt sich dann wieder, da kommt es dann auf das Essen bzw. auf das Getränk drauf an. Es füllt sich nur ein Bruchteil der Leiste. Die Leiste, die ihr für Essen und Getränke braucht, die seht ihr links unten. Das sind die 2 Balken neben den Männchen. Und das Männchen seid natürlich ihr bzw. eure Gesundheit. Je weniger rot sie ist, desto töter. Weniger Leben habt ihr in euch, blöd ausgedrückt. Und wenn ihr gar kein Leben mehr drin habt, dann seid ihr tot und müsst 50 Minuten warten. Nee, aber jetzt ernsthaft, ich will jetzt wirklich nicht alles schlecht machen. Wie gesagt, es ist eine Alpha und es sind sehr viele unnette Leute unterwegs, die wirklich spawncampen bis zum geht nicht mehr. Man muss jetzt aber auch sagen, die Entwickler machen da ja schon was dagegen. Da ist das schon mal ein großer Vorschritt zwischen den ersten beiden Tagen, wo ich gespielt habe. Da war das wirklich unspielbar. Manche hatten das Glück, die hatten 2 Stunden Spaß und was ist der Teufel nicht alles. Ich anscheinend nicht. Ich bin immer an derselben Stelle respawned, auch jetzt wieder. Also nicht so wie in DayZ, wo man dann immer irgendwo an der Küste, aber woanders respawnt, sondern ich bin bis jetzt immer an derselben Stelle respawned und da ein paar Meter weiter ist gleich ein Dorf und da sind natürlich sehr viele Spieler und somit auch Camper mit Scharfschützengewehren und Taschenlampen, die euch töten. Ja. Zombies. Zu den Zombies. Bei den Zombies gibt es auch noch ein kleines Problem, denn meist stehen sie nur da. Wenn sie dann nicht da stehen, dann verfolgen sie euch. Dann müsst ihr gut schon mal 20 Mal draufhauen, ist jetzt nicht natürlich, ist jetzt nicht normal, sondern ist ein Bug natürlich. Nicht bei allen Zombies, bei manchen Zombies reichen schon 3 Hiebe, dann sind sie tot. Nur wenn ein Bug ist, dann kann man da ruhig mal 20 Mal raufpfeffern und sie verfolgen euch immer noch. Und wenn ihr Pech habt, seid ihr, na, wisst ihr, was ich meine? Tot, genau. Naja, aber wie gesagt, von Zombies bin ich bis jetzt noch nicht so oft gekillt worden, beziehungsweise erst einmal. Mehr von anderen Mitspielern. Was gibt's denn dann noch zu sagen? Ja, hier noch ein paar Fotos dann von der Landschaft, wie man durch die Gegend läuft und man kann auch mit C dann in die Ego-Perspektive wechseln und man kann sich hinlegen. Ach ja, und man kann sogar springen. Man kann springen. Man glaubt es kaum. In einem Spiel von 2012, man kann sogar springen. Wahnsinn, ich freue mich drüber. Was gibt's noch zu sagen? Es gibt dann... Heute habe ich zum ersten Mal eine Notiz gefunden. Genau, eine Notiz können von anderen Mitspielern hinterlassen werden, beziehungsweise auch von den Entwicklern, so als kleine Nebenmission. In der Notiz, die blende ich euch hoffentlich jetzt ein, steht halt nur drin, ja, mein Schatz, ich wurde gebissen und ja, bla 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 bla, könnt ihr euch ja durchlesen. Ist eine ganz nette Idee, war jetzt die erste Notiz, die ich gefunden habe. Im Laufe des Spiels sollten dann auch die Spieler solche Notizen hinterlegen können. Was dann natürlich auch wieder zum großen Problem werden könnte, denn Fallen legen für andere Mitspieler ist dann auch sehr einfach. Naja. Im Großen und Ganzen freue ich mich immer noch auf The WarZ, weil DayZ habe ich jetzt auch schon sehr viel gespielt. Und man darf nicht vergessen, DayZ ist ein Mod, WarZ ist ein eigenständiges Spiel, ist eine Alpha. Das wird noch einige Zeit dauern, bis da alles rund läuft.
Kann man auch verstehen. Am größten wäre ich jetzt wirklich froh, wenn die das mit den Spawn-Campern hinbekommen würden. Denn alleine schon heute habe ich wirklich wieder einiges Zeug zusammengesucht gehabt. Besonders weil man wirklich, wie erwähnt, nicht in alle Gebäude rein kann, freut man sich da über jedes Ding, das man findet. Und wurde dann schlussendlich dann doch wieder über den Haufen geknallt. Ja, 31. Oktober beginnt die Beta, wenn es mich nicht täuscht. Und ab 5. November dürfen dann auch Videos gemacht werden. Und ich hoffe, euch hat meine kleine Vorschau hier zu The War Z nochmal gefallen. Etwas detaillierter jetzt und auch mit eigenen Bildern, also das in, auf den Bildern und in den Bildern, das bin auch wirklich ich, beziehungsweise mein Charakter, meine Charakter, sagen wir so, meine Charakter, die ich mir erstellt habe. Und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen informieren, euch hat das Video interessiert. Und wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, beziehungsweise wenn ihr selber schon spielt, dann lasst mich doch in den Kommentaren wissen, wie es euch bis jetzt gefallen hat, wie es euch gefällt und welche Probleme euch denn am meisten auf den Senkel gehen, wenn man nicht gerade wieder mal tot ist. Naja, bis dann, Leute. Es hat mich gefreut und wir sehen uns vielleicht irgendwann mal in The War Sea. Ich wahrscheinlich als Leiche. Danke fürs Zusehen, Leute. Ciao.